endlich fertig. Jetzt nur noch ein Foto aus dem Internet in seine PowerPoint kopieren, dann hat sich Mark sein Feierabendbier redlich verdient. Stopp! Das ist ein Fall für Captain Copyright. Mark darf nicht einfach so ein Bild aus dem Netz fischen und es verwenden, sonst verstößt er gegen das österreichische Urheberrechtsgesetz. Mit etwas Pech droht ihm sogar ein Rechtsstreit. Wieso? Weil er nicht der Urheber des Fotos ist. Urheber oder Urheberin ist, wer das Foto aufgenommen hat, egal ob es sich nur um einen Schnappschuss auf Snapchat oder um ein echtes Kunstwerk handelt. Stattdessen braucht Max grundsätzlich die Zustimmung der Rechtsinhaberin oder des Rechtsinhabers. Davon kann es auch mehrere geben. Sie haben das Recht inne, zu bestimmen, in welcher Art und Weise und wann das Bild an die Öffentlichkeit gelangen darf. Außerdem dürfen sie über die Urheberrechtsbezeichnung entscheiden, also ob zum Beispiel immer ein Name neben dem Foto stehen muss, wenn Mark es teilt. Die Ausnahme: Wenn Mark eine gesetzliche oder vertragliche Lizenz besitzt, braucht er keine gesonderte Zustimmung mehr. Mark ist heillos überfordert. Spätestens beim Wort Lizenz schaltet er ab. Dabei braucht er doch einfach nur ein schönes Bild für seine Präsentation. Das kann er auch haben, jedenfalls unter gewissen Umständen. Zwar gibt es kein offizielles Register, in dem Mark diese Lizenzen checken kann, aber da er das Bild nicht für kommerzielle Zwecke nutzt, kommt die freie Werknutzung zum Tragen. Sie wurde extra für Menschen wie Mark eingeführt. Er möchte schließlich nichts verkaufen, sondern einfach nur Wissen vermitteln. Und dieses gesellschaftliche Bedürfnis steht bei der freien Werknutzung im Mittelpunkt. Dank ihr darf Mark Werke unter Umständen frei nutzen, ohne eine Zustimmung einzuholen. Dann muss er zwar immer noch die Urheberrechtsbezeichnung und die Quellenangabe dazu schreiben, aber immerhin spart er einiges an Nerven. Die Voraussetzung: Mark setzt sich mit dem Bild eingehend wissenschaftlich auseinander. Ein süßes Katzenfoto darf er also nicht ohne weiteres kopieren, außer er untersucht die Evolution der Niedlichkeit. Geht es ihm nur um eine schöne Untermalung seines Vortrags, hat er trotzdem eine Option. Es gibt eine ganze Menge Datenbanken wie Pixabay oder Wikimedia Commons. Dort kann er Fotos kostenlos herunterladen und übernehmen, auch zur Behübschung. Natürlich nur, solange er die Nutzungsbedingungen auch hier beachtet. Noch Fragen? Captain Copyright out. Oh, ich glaube, ich nehme heute mal den Lift.